Rechtsextremisten sind in der Bundesrepublik aktiv. Das steht außer Frage. Ob es in Deutschland auch Linksextremisten gibt, darüber wird immer wieder diskutiert. Ein Gerichtsurteil könnte nun dabei helfen, dieser Frage nachzugehen. Nach einem gut vierjährigen Mammutprozess hat das Oberlandesgericht München 10 Mitglieder einer PKK-nahen Terrororganisation zu Haftstrafen verurteilt. Es handelt sich dabei um die bislang in der Bundesrepublik kaum bekannte Organisation TKPML, eine kommunistisch-extremistische Gruppierung. Die 9 Männer und eine Frau haben sich seit Juni 2016 vor Gericht verantworten müssen, wegen Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Die Angeklagten warben auf deutschem Boden nach Mitgliedern, organisierten Veranstaltungen und beschafften Geld. Allein der Hauptangeklagte Müslim E. soll jährlich fast 500.000 Euro eingetrieben haben. Seit Ende 2004 leitet er die Auslandsorganisation der TKP. Nun wurde er zu 6,5 Jahren Haft verurteilt. Was aber ist die TKPML genau? Die sogenannte türkische kommunistische Partei Marxisten-Leninisten ist eine linksextremistisch-maoistische Vereinigung. Zusammen mit dem militärischen Arm TİKO wird sie in der Türkei seit 2007 als Terrororganisation gelistet. Einige Mitglieder der TKPML erhielten eine militärische Ausbildung sogar bei der PKK, die auch in Deutschland als terroristisch eingestuft ist. Die Organisation kooperiert in Syrien und Irak eng mit der PKK, die wiederum für den Tod von 40.000 Menschen in der Türkei verantwortlich ist. Im Jahr 2018 gab der Verfassungsschutz Baden-Württemberg bekannt, dass deutschlandweit 1.300 Menschen der TKPML anhingen. Was ist das Ziel der TKPML? Laut dem Oberlandesgericht München plant die TKP, das politische System in der Türkei mittels bewaffneten Kampfes zu stürzen, um eine Diktatur des Proletariats und schließlich eine kommunistische Gesellschaftsordnung zu errichten. Dafür verübte sie Anschläge mit Tötungsabsicht. Insgesamt sollen im Tatzeitraum seit 2002 6 Menschen ums Leben gekommen sein, darunter auch Kinder. Viele weitere wurden verletzt. Wie ist die Verurteilung einer ausländischen Terrororganisation in Deutschland überhaupt möglich? Die Unterstützung einer ausländischen Terrorgruppe wurde nach den Anschlägen vom 11. September 2001 mit dem Strafgesetzparagrafen 129b in Deutschland strafbar. Der Paragraph verbietet die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Vor allem dann, wenn der erforderliche spezifische Inlandsbezug vorliegt oder wenn sich der Beschuldigte im Inland befindet, kann das Mitglied in Deutschland angeklagt werden. Das Urteil könnte für andere Fälle, in denen die Bundesrepublik Organisationen nicht als terroristisch einstuft, diese aber von Partnerstaaten so gelistet werden, einen wichtigen Präzedenzfall darstellen.